Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Herzlich willkommen zurück zu Let's Go Undertale, meine Damen und Herren, heute mitten im Kampf. Denn, also, laut Walkthrough muss man in irgendeiner Reihenfolge Arm beugen, loslassen und eine Sekunde, das andere war... Summen, okay. Also die drei Sachen muss man in irgendeiner Reihenfolge machen und dann kann man die irgendwann mal verschonen. Also das, so ist das. Kleines bisschen komplexer, der Kampf, aber gut, man... Wenn man es weiß, das ist ja meistens das Problem. Was habe ich jetzt noch nicht gesummen? Habe ich noch nicht gemacht. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gemacht. Lemonbread scheint sich an etwas zu erinnern. Das ist schön. Also, so funktioniert dieser Kampf. Ich vermute mal, dass es jetzt fast schon so ein Miniboss-Ding ist, weil... Ich meine, warum würde man so spät im Spiel noch irgendwas anderes machen als Miniboss? Das ist auch Gott sei Dank. Also, Flexing, also beziehungsweise Beugen habe ich vorher schon gemacht. Das heißt, so läuft das jetzt hier, meine Damen und Herren. Weiter geht's. Hi. Esch-Extraktionsmaschine. Status inaktiv. Okay, aber wir werden jetzt, bevor ich den nochmal machen muss, gehen wir mal lieber zwischendurch mal eben speichern. So, meine Damen und Herren. Ich meine, bevor irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder so. Bevor ich den nochmal... Irgendwas hat hier ge... Aha. Ist so dunkel, um etwas an den Wänden zu erkennen. Okay, verstehe. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Lichtschalter ist. Ja, ja, hier gehen ein so ein Ding nach dem anderen an. Dieses kleine Piepsen. Das ist ein kaltes, rechteckiges Objekt. Ach, ich kann hier vorbeigehen. Ach so. Okay. Ist das jetzt hier so eine Art Labyrinth, oder was? Was? Was muss ich tun? Kann ich was tun? Oh, den grünen haben wir ja sogar. Notiz am Boden. Ja, ja, ist okay. Vorhang, das ist alles. Ja, den Vorhang, ach so, ach immer, in der Nähe von dem Ding, von dem Schlüsselding, das wir gerade haben, sagt mir dann quasi die Notiz, wo ich denn den entsprechenden Schlüssel finde. Schade, dass ich die Sachen jetzt hier alle nicht lesen kann, weil das wäre ja schon interessant. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwann zurück zu dieser Stelle. Also gehen wir mal davon aus, das habe ich jetzt alles gemacht. Kann ich das Ding hier irgendwie, kann ich mit dem Ding interagieren? Nee, kann ich nicht. Okay, das heißt, der einzige Weg, den wir noch nicht haben, soweit ich weiß, ist der Weg, der hier jetzt rechts an der Ecke vorbeigeht. Und dann natürlich aus dem Krankenzimmer raus war auch noch einer rechts raus, wenn mich nicht alles täuscht. Aber erstmal gehen wir hier gucken, weil... Hier machen wir nämlich auch noch nicht, meine Damen und Herren, nicht mehr. Was geht's? Oh, hi. Antrag Nummer 11. Jetzt, wo Metaton erfolgreich ist, redet er nicht mehr mit mir. Er ist ein Arschloch. Frag mich nur noch, wann ich seinen Körper vervollständige. Aber wenn ich seinen Körper vervollständige, braucht er mich vielleicht nicht mehr. Dann sind wir bestimmt keine Freunde mehr. Also so funktioniert Freundschaft auch nicht, meine Liebe. Ganz davon abgesehen, bringt mich die Arbeit sowieso ziemlich ins Schwitzen. Ja, gut, gehört dazu, nicht? Aha. Der Wand ist ein Schalter. Drücken? Klar. Jetzt geht der Nebel hier flöten. Vielleicht ist er jetzt in dem anderen Raum auch flöten gegangen? Oh nein. Hallo. Genau so funktioniert Biologie. Guten Tag. Cooler Mund, Alter. Ja, ist okay. Können wir endlich kämpfen? Ich würde es gerne vermeiden, aber... Amalgamate. Amalgamate? Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich den auch wieder irgendwie... Da gibt es bestimmt wieder irgendeine Reihenfolge für. Okay, also scheinbar muss man dem zuwinken, dann streicheln, dann spielen und danach noch zweimal streicheln. Meine Fresse. Also. Zuwinken, damit er zu mir kommt. Wahrscheinlich rufst nach Amalgate, bla bla. Springt auf dich zu und verliert eine komische Flüssigkeit. Aus einer Öffnung. Okay. Möchte jetzt nicht... Das sieht nicht aus wie irgendwas, was ich aus deinem Körper haben möchte. Oder irgendeinem Körper. Also, nachdem wir zugewunken haben, müssen wir streicheln. Wie schön. Das ist aber schon ganz schön lange jetzt, ne? Streichel jetzt einmal, geh und verzieh... Ja, sehr schön. Bleib kurz ruhig auf deinem Schoß. Z, sagst du. Leute schießen wir den Kabel wild in den Wänden lang. Ja, dann ist ja alles okay. Du kabelst jetzt wild in die Wände. Nein. Das ist aber jetzt ganz schön schwer. Also dafür, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, jetzt muss ich glaube ich spielen, dafür, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich eigentlich nur noch ein Ending kriege, ist das schon ganz schön schwer jetzt hier, meine Damen und Herren. Wiederholst das Ganze ein paar Mal. Jetzt ist aber geht sehr müde. Lehnt seinen formlosen, tropfenden Körper an dich. Okay. Geht der Scheiß wieder los mit deinen fliegenden... Nein, ich werde das nicht beschreiben. Damit habe ich nichts zu tun. Also noch zweimal streicheln, ja? Das ist aber ganz schön komplex. Achso, und jetzt kriegt er sein Zufriedenheitsdings da. Das Ding ist, dem Ding bin ich noch nie komplett ausgewichen, aber ist egal. Noch einmal streicheln, dann haben wir es geschafft. Guck mal, das sind ganz viele Hunde und eine Katze oder so. Ich glaube, das sind Katzen, oder? Ich meine, ich denke, das sind Katzen. Ja, Gott sei Dank, guck dir da dann. Dann können wir den ja jetzt. Ich frage mich. Ja, ich meine, es war relativ lang jetzt, aber irgendwie, keine Ahnung. Also der davor war schwerer für mich, aber nö, ist auch egal. Mal gucken, ob dann jetzt der Nebel aus dem anderen Raum auch verschwunden ist. Ja, ist er. Oh, wie cool. Da können wir den ganzen Kram jetzt auch lesen. Hi. Haha. Antrag Nummer 19. Die Familien fragen mich immer wieder, wann alle wieder zurückkommen. Was soll ich nur sagen? Ja, angeblich hast du ja schon x-mal gesagt, dass sie zurückkommen werden, aber...
beantworte nicht einmal mehr die Anrufe. Okay. Deswegen vielleicht auch die ganzen Briefe nicht irgendwie aus der vorletzten oder so Episode? Sein Kühlschrank, er ist leer. Ah, das ist das kalte, rechteckige Objekt. Oh nein, da zuckt irgendwas. Seltsame Proben zu enthalten. Okay, verstehe. Antrag Nummer 20. Esko hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 darüber, dass jeder sauer ist. Und eine über diese putzige Teetasse, die wie ich aussieht. Wie schön. Danke, Esko. Ja, hi. Und du so? Sein Kühlschrank. Er ist leer. Das finde ich nicht, aber okay. Antrag Nummer 21. Ich verbringe jetzt meine Zeit regelmäßig mit am Schrottplatz. Das ist mein Element. Okay, verstehe. Und da sind dann wahrscheinlich auch die ganzen Kühlschränke hier, ne? Seltsame Proben. Ah, und da ist eine Tür. Guck mal. Ob wir da wohl auch hätten reingekommen? Schon vorher schon? Natürlich. Irgendwann musste ja noch passieren. Guten Tag. Ist da Alien-Typ? Es ist eiskalt. Aber, okay, verstehe. Okay, also laut Walkthrough musst du mit dem Typ hier 3-mal scherzen und dann hat sich das auch erledigt. Also relativ einfach eigentlich. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Der Ausdruck verändert sich. Wie schön. Ich erinnere mich. Der ist ein bisschen wie diese... Irgendein Monster so in die Richtung hatten wir schon mal. Ach, guck mal, der wehrt sich ja kaum. Noch mehr Scherzen. Du machst einen schlechten Witz über Eis und der Ausdruck verändert sich weiter. Haha, danke. Gerne. Du versuchst gar nicht, mich umzubringen. Gott sei Dank kämpfen wir nicht. Guck mal, das wäre jetzt zum Beispiel eine richtig traurige, bescheidene Szene, wenn wir alles umbringen würden. Du machst einen schlechten Witz über Eis. Sie ist völlig beruhigt. Du warst siegreich. Und da ist der blaue Schlüssel. Hi, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch finden, wo wir den reinstecken und dann... Ach ja, klar. Ach, hier war ich ja schon drin. Ich bin auch doof. Wohl wahr. Gott sei Dank. Das Ding ist... Egal, wir lassen den da stehen. Wenn mir sagt, dass der Schrank leer ist, auch wenn er zuckt, dann wollen wir dem Spiel dann mal glauben. Also ich vermute mal, der einzige Weg, den wir jetzt noch nicht hatten, ist ja der rechts raus aus dem Schlafzimmer, dass wir dann da irgendwo den blauen Schlüssel reintun können und dann, meine Damen und Herren... in den Chor können, Alter. Also nicht den Chor, in den Männerchor, weil da, also... Nee, das möchte ich keinem antun, dass ich da drin bin. Was? Ach, guck. Ein Spiegel. Eintrag Nummer 7. Wir brauchen ein Gefäß für die Monsterseelen, wenn wir soweit sind. Immerhin können Monster nicht Seelen anderer Monster absorbieren. Genauso wie ein Mensch keine menschliche Seele absorbieren kann. Wenn dem so ist, was passiert dann mit etwas, was weder Menschen noch Monster ist? Ja, das ist eine gute Frage. Goldene Blumen, ja, mal wieder. Eintrag Nummer 10. Die Experimente am Gefäß sind ein Fehlschlag. Scheint sich nicht von den anderen Fällen zu unterscheiden. Wie auch immer. Ist sowieso schwierig, damit zu arbeiten. Die Samen bleiben einfach hängen und gehen nicht mehr ab. Ja, dann lass doch einfach die Finger davon. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passiert jetzt hier. Das war sowas von... sowas von klar. Sehr kreativ, danke. Komma. Sagst du. Mhm. Okay, das Ding hier müssen wir schikanieren. Dann müssen wir einmal beten und dann müssen wir einmal verblüffen. Wir fangen mal mit Verblüffen an. Du machst etwas Mysteriöses. Komm mal schnell fest, dass es mehr von der Welt zu lernen hat. Das ist vermutlich... Danke. Nicht. Irgendwas mit Hoffnung. Irgendwas mit Hoffnung nicht. Und greift er mich auch nicht an? Doch, der greift mich an, ne? Der wird mich angreifen. Ich werde sterben. Oder stirbt er gerade? Okay. Dann schikanieren. Ich will den eigentlich nicht schikanieren. Wir beten mal. Du kniest nieder und betest für Sicherheit. Komma ruft sich etwas ins Gewissen. Zunächst... irgendwas Menschen, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Nein, 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 du willst mich jetzt nicht umbringen. Das wäre doch total uncool, wenn man das täte, oder? Wer will schon mich umbringen? Das ist ja vollkommen absurd. Also jetzt dann noch schikanieren. Du schikanierst Reaper Bird. Reaper Bird scheint... scheint sich an etwas zu erinnern. Jemand versteht es endlich. Quack, quack. Mut. Jetzt wirft er seinen Kopf. Okay, sehr viel bizarrer geht's wahrscheinlich dann nicht mehr, aber danke. Kann ich dich jetzt verschonen? Ich kann dich jetzt verschonen. Wunderschön. Ich war siegreich. Dann geht's ja noch. Ist jetzt hier bitte der blaue Schalter? Da ist der blaue Schalter. Und jetzt steht er wahrscheinlich... in irgendeinem Nebelraum oder so. Kalt. Ja, ja. Das ist alles... Ja, ja, ja. Ich hab verstanden. So. Dann können wir jetzt in den Raum. Der blaue Schlüssel passt natürlich auch perfekt. Und jetzt, meine Damen und Herren... Haha! Haben wir nämlich alle Schlüssel eingeführt. Da war was. Da war was. Da war... Die Decke hier ist runtergegangen. Die Decke hier ist definitiv runtergegangen. Nur noch ein verdächtiges Bett. Okay. Was war das? Was war das? Ist egal. Wir gehen mal wieder hier zurück Richtung... Reaktor, nicht wahr? War das Reaktor? Ich glaube, das war der Reaktor, ne? Ja, ja. So, da können wir nämlich jetzt rein. Haha. Ich speichere mal besser hier nochmal zusätzlich, weil... sicher ist sicher. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach hier raus und fahre keinen Aufzug. Oder? Kann ich hiermit überhaupt Aufzug fahren? Ich meine, ich habe ja gespeichert. Kann ja nichts schief gehen.
Scheint ein weiterer Aufzug hat keinen Strom mehr. Achso, ja, okay, verstehe. Gott sei Dank. Kann ich auf jeden Fall da schon mal sicher sein. Hi. Achso, die sind abgeschaltet. Oh. Hallo, das sieht sehr endmäßig aus. Es reguliert den Strom für den Aufzug. Einschalten? Ja. Werde ich das bereuen? Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein, ich werde sterben. Ist das der Boss? Gott sei Dank habe ich vorher gespeichert. Ey, stopp! Ach, hi. Ich habe euer Futter mitgebracht, okay? Und dann hauen sie ab, okay? Verstehe. Tut mir leid. Sie werden ein wenig frech, wenn man sie nicht zeitig füttert. Aber besser auch nicht vor Mitternacht, verstehe. Wie auch immer, oder nach Mitternacht. Der Strom fiel aus und ich wollte wieder einschalten. Aber es scheint, du warst mir einen Schritt voraus. Das war dir wahrscheinlich alles sehr unangenehm. Aber ich schätze, dass du mir helfen wolltest. Wie ich sagte, hatte ich Angst, dass ich nicht wiederkehren würde. Aber das liegt nicht an diesen Typen. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, dass ich zu viel Angst hätte. Die Wahrheit zu erzählen. Dass ich wegrenne oder etwas Feiges mache. Ich schätze, ich schulde dir wohl eine Erklärung. Wie du vielleicht weißt, wollte Eskor, dass ich Seelen studiere. Während meiner Forschung isolierte ich eine Macht namens Entschlossenheit. Ich habe es in sterbende Monster injiziert, damit die Seelen bestehen. Aber das Experiment schlug fehl. Weißt du, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monster nicht genug physische Beständigkeit für viel Entschlossenheit. Ihre Körper beginnen zu schmelzen und ihre Form zu verlieren. Schon bald sind alle Testobjekte zusammengeschmolzen zu diesen Dingern. Ah, das sind die Testobjekte. Ah, verstehe. Ah, und deswegen wollen die mich umbringen. Als ich sie sah, wusste ich, weil die außer Kontrolle sind wahrscheinlich, ich kann es ihren Familien nicht erzählen. Ich könnte niemandem davon erzählen. Egal wie sehr man mich auch danach fragen würde. Und ich hatte zu viel Angst, daran weiterzuarbeiten. Alles, was ich tat, war ein kritischer Fehlschlag. Aber jetzt denke ich anders darüber. Ich werde jedem erzählen, was ich getan habe. Es wird schwer werden. Ehrlich zu sein, an mich zu glauben. Es werden sicherlich harte Zeiten werden. Es gibt bestimmt Tage, an denen ich es wieder vermassel. Aber zu wissen, dass ich so gute Freunde habe, das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ich danke dir. Ja, gerne. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich meine, ich war ja nur da. Kommt, Leute. Es ist an der Zeit, dass alle nach Hause kommen. Ja, adieu. Da haben wir ja quasi nochmal was Gutes gemacht, mal wieder in diesem Spiel. Es ist alles so bizarr, alles irgendwie. Oh, hi. Eintrag Nummer 8. Ich habe mich für einen Kandidaten entschieden. Habe Eskor noch nichts gesagt, weil ich ihn überraschen möchte. Im Zentrum seines Gartens gibt es etwas ganz Besonderes. Die erste goldene Blume, die noch vor den anderen erblühte. Die Blume von der Außenwelt. Sie erschien kurz bevor die Königin ging. Ich frage mich, was passiert, wenn etwas ohne eine Seele den Willen erhält zu leben? Oh. Oh. Die Blume ist verschwunden. Oh.